was geht? Mein Name ist Luke, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's so, geht es so, denn letzte Woche der Ferien, leider. Aber heute geht es mal wieder um meinen PC. Und zwar gehe ich jetzt gleich zum Mediamarkt, also erst zu meiner Oma. Mein Opa dann mit mir zum Mediamarkt fährt. Wenn nicht, dann gehe ich zu Fuß dahin. Wenn ja, dann wäre es ziemlich nice. Und dann versuche ich das Ding umzutauschen, um mir dann noch etwas Geiles zu holen, wenn Mediamarkt das natürlich dann da hat. Ich laber zu viel. Ich muss zuerst mein Zimmer aufräumen. Ist ein bisschen unordentlich. Ich würde mal sagen, ich stelle euch hier vorne so hin und dann gibt es eine Timelapse mal schnell. So Leute, Zimmer auf jeden Fall soweit aufgeräumt. Ich gebe euch jetzt noch mal so einen kleinen Shoutout, was ich heute anziehe. Aber dafür gehen wir, denke ich mal, in den Flur gleich. So Leute, so kennt ihr mich auf jeden Fall nur... What the fuck? Why it's so dark now? So kennt ihr mich auf jeden Fall. Tupac Shakur Cap an Isa. So kennt man mich. Hier mal kurz Lichter machen und jetzt gibt es einmal kurz Outfit-Check vorm Spiegel. Ja Leute, wie ihr gerade schon gesehen habt, Tupac Shakur Cap an. Dann habe ich hier einfach einen grünen Hoodie, Pulli auf jeden Fall. Ein Pulli einfach, der hier so endet. Dann habe ich hier diese Jacke von Snipes an. Dann habe ich hier eine löchrige Hose an. Leute sagen ganz wahrscheinlich... Kannst du dir nichts was Besseres leisten, so kauf dir mal eine neue Hose. Nee, ist ganz chillig. Dann habe ich hier meine Ultra Boost einfach noch drauf an. Und da stehen Yeezy Boost. Da stehen Yeezy Boost V330. Okay. Auf jeden Fall hier Ultra Boost an und darauf chillige Tennissocken. Das ist mein Lifestyle, so laufe ich immer rum. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Okay Leute, ich würde noch sagen, ihr müsst ganz kurz in die Tasche. Wenn es was Neues gibt, hole ich euch natürlich raus. So Leute, eigentlich wollte ich ja jetzt mit meinem Opa oder meiner Oma zum Mediamarkt fahren, aber zufälligerweise ist meine Mutter einfach zu meinem Opa und meiner Oma gekommen. Das war ja nicht abgestimmt. Auf jeden Fall hat sie jetzt gesagt, dass sie mit mir fährt und jetzt fahren wir ganz kurz zum Mediamarkt. Ich gucke, dass ich das Objektiv bekomme und das umgetauscht bekomme und dann melde ich mich wieder zurück. Bis gleich. Also Leute, es war einfach so viel da los, deswegen habe ich jetzt gar nicht gefilmt. Ich kann euch das auf jeden Fall genau erzählen. Ich kam da an mit meiner Mom, hatte meine Tupac Cap noch auf, habe die so ausgezogen, dass ich es ein bisschen besser aussehe, ne, nicht so asozial. Habe ich mir gedacht, das hilft vielleicht ein bisschen so, ne? Weil ich tausche nie Sachen um, ich mag das gar nicht so. Weißt du, wenn ich was gekauft habe, okay, dann habe ich es gekauft. Wenn es kaputt geht, dann geht es kaputt. Aber jetzt habe ich so gedacht, okay, du tauschst es mal um und no. Einfacher Grund, ich gebe ihm so die Verpackung, so meinte so, ja, die funktioniert nicht mehr und ich hätte gerne mein Geld zurück. Dann packt er die ganze Sache aus. Es waren so eingepackt. Ich habe leider schon die Festplatte schon wieder im PC, deswegen kann ich sie leider nicht da rein tun. Ich habe keinen Bock, die jetzt nochmal rausholen. Das war da so drin. Er macht das so auf, holt die Festplatte raus. Jetzt tun wir mal, als wäre das die Festplatte, das ist die Hülle von der externen Festplatte. Holt das dann aus dieser Verpackung so raus, schaut sich das so an. Dann auf jeden Fall schaut er sich das so an und nimmt so einen Kassenbon und meint dann so, ja, ich kann hier nicht umtauschen oder das Geld zurückgeben. Ich so, wie? Er guckt mich so an, so, ja, da sind keine Label drauf, ich kann die Seriennummer nicht sehen. Einfach so blank, ja. Wie zum Beispiel, das habe ich sogar noch aufgehoben. Von meiner SSD, also von dieser kleinen, das sind 120 GB, davon habe ich dieses Layout noch, ne? Und von den anderen habe ich das alles abgemacht, das habe ich jetzt halt auch abgemacht, weil der PC ist meist offen, damit der bessere Luft bekommt und so. Und dann sieht das halt ein bisschen blöd aus, wenn da einfach überall so weiße oder bunte Aufkleber drauf sind. Deswegen habe ich die meisten Aufkleber auf jeden Fall von meinen Sachen runtergemacht. Du kannst es nicht umtauschen, ich natürlich schon mega abgefuckt, weil genau aus solchen Gründen... gehe ich sowas nicht umtauschen, ne? Ich habe mir in dem Moment einfach nur so gedacht, so, yo, Digga, klar, ich gebe dir jetzt einfach irgendeine andere Festplatte, ja, und gehe die dann umtauschen. Und das war einfach richtig abgefuckt und ich bin jetzt auch noch teilweise abgefuckt auf den Mann, aber im Endeffekt kann er nur, oder macht er nur seinen Job und es tut mir voll leid an meine Mutter auch. Ich habe die voll angemacht, sie meinte so, tja, da lernst du jetzt draus, lass die Sachen drauf demnächst. Und dann meinte ich so, ja, Mama, ist okay, so. Da hat sie richtig angepisst und es tut mir echt leid, dass ich so war. Und generell, ich war bis gerade eben noch mega angepisst darauf. Im Endeffekt hat meine Mutter recht gehabt, sie hat auch gesagt, er macht nur seinen Job. Er macht einfach wirklich nur seinen Job.
Aber ihr merkt es vielleicht, sonst bin ich immer aufgedrehter, gerade richtig abgefuckt auf die Scheiße. Im Endeffekt werdet ihr gleich noch sehen in den Videos, die ich jetzt gleich noch euch zeige. Ich spoiler nicht, aber es hat eigentlich ein Happy End. Eigentlich sollte ich jetzt glücklich sein, weil ich nehme das alles gerade danach auf, nachdem ich das aufgenommen habe. Irgendwie Déjà-vu, aber egal. Halt dein Maul. Ja, im Endeffekt einfach nur ein Happy End. Schaut es euch bis zum Schluss an, dann werdet ihr merken, dass ich ein bisschen dumm war. So Leute, dieses Kabel hier, ne? Da, nee, doch das hier. Das ist jetzt mega unter Spannung. Eigentlich sollte das so sein, so richtig locker. Das ist mega unter Spannung. Und das führt jetzt zu der 2 Terabyte Festplatte, ja? Und das klappt soweit. Wir schauen einmal hier auf meinem PC. Was steht da? 1,81 Terabyte. Also sind nicht ganz 2 Terabyte. Durch die Formation fehlen da immer so ein paar Mbits. Es sind auf jeden Fall da. Und das ist das andere Laufwerk, die 219 GB, die ganz kleine. Das heißt, die beiden sind jetzt fertig, haben es geschafft. Also ich habe es geschafft jetzt, dass sie da angeschlossen sind. Jetzt muss ich das F-Laufwerk noch anklemmen. Das ist hier das. Und zwar ist das die externe Festplatte. Die habe ich eben aufgeschraubt. Habe die Festplatte, die eigentlich kaputt ist, laut meiner Meinung ja, oder kaputt war, da angeklemmt und dadurch ist es mir aufgefallen, dass das funktioniert und dann habe ich mich mal mehr darum gekümmert, woran es jetzt liegen könnte. Ja Leute, ihr habt schon gemerkt, gerade eben, als ich euch alles erklärt habe, war ich schon so ein bisschen mehr angepisst, aus dem einfachen Grund. Mich hat die ganze Situation richtig heftig angepisst, aus diesem einfachen Grund, weil erstens ich so dumm war und das nicht gecheckt habe, dass das Kabel kaputt ist, also ich das nicht ausprobiert habe, ob die Festplatte überhaupt noch richtig funktioniert. Ich habe nur gesehen, die wird nicht mehr angezeigt und so. Hatte sie auch nochmal ans andere Stromkabel angeschlossen, aber nicht an das andere Satan-Kabel, so heißt das, angeschlossen. Ja, dadurch ist es halt passiert, meine Dummheit. Die andere Sache ist halt einfach die Story mit dem Mediamarkt-Mann-Verkäufer. Die habt ihr ja natürlich auch schon gehört. Ich nehme das jetzt nochmal auf, weil ich das noch gar nicht aufgenommen hatte. Ich habe das erst mit dem PC versucht jetzt. Nimm dann jetzt die Story nochmal mit dem Mediamarkt-Typen auf und dann komme ich wieder zurück zum Schluss. Also das ist schon ein bisschen crazy jetzt für mich. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da oder auch eine positive Wertung. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und demnächst auch wieder fettere Videos. Lass doch ein Sub da, weil der Kanal, habe ich so das Gefühl, geht wieder ein bisschen. Stop me, I'm all the way up. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Yo Leute, was geht? Mein Name ist Luke. Herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Haut rein. Ciao.